Servus Leute, Metal und herzlich willkommen oder wie auch immer. Heute ist Samstag, ich habe Besuch von meinen Freunden Daniel aus Hagen. Hallo. Und die Annie Weed, die hat einen eigenen YouTube-Kanal. Sie kommt aus Buxtehude. Buxtehude. Ich hab heute nichts mehr sollen, denn ich hab nur von dir geträumt. Wir haben uns lang nicht mehr gesehen. Wir dachten uns, hey, ich muss die beiden für meinen YouTube-Kanal missbrauchen, damit ich wieder ein Video hochladen kann. Deswegen machen wir eine neue Folge. Would you press the button? Ich klicke, um den kompletten Bildschirm aufzuzeichnen. Jo. Nimmt er auf? Er nimmt jetzt wahrscheinlich auf. So, dann gehen wir mal auf Would you press the button? Oh, noch 171. Would you press the gun? Noch 171. Ja, überlegen. Drücken hier. Ist immer meine Startseite. Diese Seite existiert nicht mehr. Ach, doch. Will you press the button? Ja. Wirst du den Knopf drücken? Nicht würdest du. Stimmt, du kannst ihn ja hier drücken. Mein Englisch ist under all pick. So. You become Captain America, but you will get frozen for 70 years and be awake for all of it. Das ist nicht unbedingt so toll, damit den ganzen Scheiß noch mitbekommen. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Naja, lass mal sein. Was sagst du? Nee. Oh, wir hätten nicht überstimmt. 45% hätten den gedrückt. Next. You have the ability to speak every language fluently, but you cannot remember things from more than 2 years ago, because it takes up too much brain capacity. Ja, als ob man ich weiß jetzt schon nicht mehr, was ich vor 2 Jahren gemacht habe. Ich weiß nicht mehr, was ich heute gefühlt habe. Und das ist auch scheißegal, ganz also, wir nehmen jede Sprache. Ja, ist schon nicht verkehrt. You get a free pizza, but it has double of your Lay's favorite topping, and you have to pick it off. Ja, warum soll ich da drücken? Das ist so eine Scheiße. Nee, ehrlich. Gerade ist Pizza nicht so ein bisschen drauf. Wir sind ja keine Schüler mehr. Oh, meine, wenn ich eine Pizza möchte, dann kaufe ich mir eine Pizza. Ja, sicher. Ich auch. Ohne Käse. Scheiß Veganer. 61% hätte ihn trotzdem gedrückt. Würdet ihr diesen Knopf da drücken, wenn ihr eine freie Pizza bekommen würdet, aber alles, was ihr nicht mehr runterpullen müsstet? Ist das sowas zu doof, ganz ehrlich. Das ist außerdem voll die Nahrungsmittelverschwendung. Get $1, but 10 hairs will grow on random places on your body. Nee. Nee, $1 niemals. Ohne Scheiß, $1 lohnt sich doch überhaupt gar nicht. 10 Haare? Ja. Oh mein Gott. Ja, auf der Nase. Aber ich hätte gerne $1, weil ich habe nur Euros hier. Ja, Mensch, genau. Ja, stell dir mal, dann hast du so ein Haar auf der Nase. Ja, auf Stirn. Wie so ein Einhorn. Hier zwischen, dann bin ich Mono, Bro. Also ihr würdet ihn nicht drücken. Nee. Gut, ich würde ihn drücken, aber... Ja, klar. Wenn du das so oft genug machst, dann siehst du aus wie ein Bocker. 40% würden den $1 nehmen. 40% sind auf meiner Seite. Würdet ihr den $1 nehmen? Ihr wisst schon. You can have 3 wishes of your choice, but of each wish one person you know dies. Nee. 3 Wünsche. Aber ich kann ja auch nicht aussuchen, welche Person stirbt. Ja, toll. Wenn zum Beispiel der Hurensohn sterben würde, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, den ich absolut nicht leiden kann. Ja, scheiße. Ich meine, wenn ihr beide sterben würdet, bei dir wäre es mir egal, aber... ich könnte mir dich zurückwünschen. Mein erster Wunsch wäre, dass du dich... Nein, egal. Ja. I will not. Du wünschst mich wieder zurück und dann sterbe ich nicht mehr aus der Nummer wieder zurück. Rein, keine Ahnung was. Ja. 48% hätten es gedrückt. Skrupellose Schwanzhirpe, ey. Ist doch wahr. Next. You can change any historic event you want to make it better or worse, but you won't be alive to see it. Toll. Warum soll ich das dann machen? Das heißt, ich darf was wünschen, kann prinzipiell wir können, der Heiland wir können, sein, wir aber wir Hitler oder 9/11 verhindern. Ja. Aber ich fand Hitler und 9/11 cool. Also. Ich sehe jetzt schon die große Schlagzeile, Master Jam rechtsradikal. Ja, genau. Ja. Wo einfach nur der Kontext dann fehlt. Phantomoberhaupt der AfD, ey. Genau. Nee, also wenn ich es nicht erleben kann. Ist doch langweilig. Ja. Ja, also 56% werden so drauf. Also wir sind ja böse Menschen, wir sind selbstsüchtig. Ja, you become a god, but everyone else does too. Finde ich eigentlich nicht schlecht, sind bald alle Götter. Du willst, dass Frauke Petri ein Gott wird. Du willst, dass jeder AfD-Politiker ein Gott wird. Ich bin stärkerer Gott. Ich bin dann Kratos, ich hau den richtig an die Fresse dann. Dann mach voll den Weltkrieg. Ja, also dann hätten wir voll den Weltkrieg, aber niemand würde sterben. Ja. Denn auch mal ewigen Weltkrieg. Also was sagen wir? Also ich wäre eigentlich nein, weil ich will nicht. Ich auch nicht.
Ich will nicht. Wollen wir ganz kurz pausieren, weil ich eben eine Flasche Wasser... Weil du kacken musst. Meine Fresse, er brückt da mal eben so ein komprimiertes Fukushima da raus, ey. Ich krieg die Töne zu. You develop excellent cooking skills with little training, but you will unavoidably. Was bedeutet das? Stay whatever clothes you wear whenever cooking. Ich verstehe das zweite nicht. Ich glaube, das heißt, du kannst nicht beeinflussen, was du trägst, wenn du kochst. Welcher im Team? Warte, wir googeln das jetzt genau. Ich will jetzt genau wissen, was das bedeutet. Sie werden unvermeidlich Fleck, was Kleidung in diesen Tagen mit Kochen Tag gegoogelt. Jetzt verstehe ich. Ich schwöre, Alter. Das ist korrekt Kürzendeutsch, Alter. Oh, aber unavoidably heißt unvermeidlich. Stain. Ja, ich gehe mal davon aus, es wird so heißen, du kannst halt nicht beeinflussen, was für Klamotten du trägst. Könnt ihr es mir besser übersetzen, schreibt es in die Kommentare. Ja, aber ja, ich würde die Cooking Skills auf jeden Fall nehmen. Ja. Nur Klamotten beim Kochen tragen, ist mir auch egal, was ich da trage. Da kannst du mal endlich kochen. You get to have sex with anyone you want at any time, but you have to live in Africa permanently. Wo ist der Nachteil? Was ist so schlimm? Also da kann ich quasi jeden in Afrika nudeln. Und dann hast du du kannst jeden auf der Welt. Du kannst jeden auf der Welt. Sowieso aber die müssen nach Afrika kommen. Ja, die müssen dann dahin. Du kannst sie irgendwo herholen, aber du musst sie dann halt in Afrika, ne? Dann bin ich in Afrika. Ja, ja. Kann ich nicht so schon jeder auf der Welt haben? Schade. Sag mal, findest du dieses Apfelkissen hier, welches im Apple Watch Shop für 20 Euro erhältlich ist, riecht nach Chloroform? So, heute habe ich meinen Freund Daniel. So, you have the ability to stop time for exactly one consecutive hour per day, but you age faster 10 times faster during the time. Ja, aber er wird schnell alt. So kacke. Aber du musst ja auch nicht die Zeit anhalten. Ja, ich muss nicht. Stell dir mal vor, du hast heute einen richtigen Tag mit viel Arbeit. Dann stoppst du die Zeit für eine Stunde und wirst dann selber 10 Stunden älter. Hm. Du musst es ja nicht machen. Ja. Du kannst es machen. Ich fände es praktisch. Ja, wäre gut für die Optionen B. Gerade so Sachen wie Klassenarbeiten oder sowas. Ja. Glückwunsch, Michael. Deine 6 kriegst du jetzt heute eher. Ich würde es machen. Ja, komm. Würdet ihr das machen? Ist eigentlich nicht verkehrt. Ich deaktiviere jetzt die Kommentare. Nein, Spaß. Mich würde es echt interessieren. So, kommen wir mal ein bisschen in Communication. Ja, Frage. Gut. So, nein. Oh. Wir machen aus. Zack, zack. So, liebe Leute, das war eine neue Folge WouldYouPressTheButton.com. Hier kommt auf den. Ich weiß. Hier kommt auf den Kanal von Annie Weed. Daniel hat kein YouTube. Er ist einfach nur dekorativ mein bester Freund. Er sitzt einfach so. Und ist doch viel wert. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Däumchen nach oben. Ihr kennt den ganzen Scheiß, Mann, ihr wart schon mal auf YouTube. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Dann lade ich die beiden vielleicht nochmal ein. Nur dann sehen wir uns wieder. Ja, jetzt. Haut raus. 1, 2.